So, da wären wir wieder. Wir stehen jetzt hier vor dem Dreher. Und in dem Bereich waren diese Steinzeitmenschen. Hier waren, glaube ich, Ratten. Und es waren allgemein sehr viele von allem. Also gucken wir noch mal ganz kurz nach Norden. Da waren wir noch nicht. Schauen wir kurz hier rein. Ah, eine Kiste. Dafür haben wir unsere Gaunerin. Haha. Okay, Öl ist nicht so toll. Wurfstern. Noch ein Wurfstern. Ein Saphirauge und leer. Den Stern kann sie doch mal nehmen. Und wie ich sagte, von allen zu viel. Ach, das war schon Archel. Das ging ein bisschen flott. Dabei wollte ich doch eigentlich, dass er schön trainiert. Das Umfallen trainiert ja schon mal super. Na, wenigstens werden wir nicht ganz so häufig getroffen von den Viechern. Also ja, es ist kein... Wow. Fast ein One-Hit-Wunder. Komm, gib uns ein Krieger-Level, es dauert nicht mehr lange. Hm. Ja, es gab in den Kommentaren eine Theorie, dass vielleicht abhängig von den Startstats der Charaktere, deren Stufen langsamer und schneller steigen. Also weil er halt ein guter Magier ist, steigt seine Magiefertigkeit recht schnell und seine Kämpferklasse dementsprechend langsamer. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber das werden wir wohl im Laufe der Zeit noch rausbekommen. So, hier war die Tür, da waren wir schon drin. Hier ist noch so ein Auge. Na gut. Machen wir das auf, damit wir es später uns im Kopf behalten und irgends noch so ein Ding. Na komm. Noch ein, zwei Schläge und wir haben den Kämpferlevel. Komm, komm. Gehen einfach mal ein bisschen zurück, bis wir zum Dreher kommen. Norden. Ja. Haha, so 33 war er. Und jetzt ist er bei 52. Das wären 19. Aber hatte er zwischendurch ein Magier-Level? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Denn es ist echt eine Menge an Lebenspunkten, die er bekommt für jedes Kriegerlevel. Aber gut, jetzt sollten wir langsam mal ein bisschen ernst machen. So. Ja, er kriegt die Kriegerlevel richtig schnell. Er schlägt ja auch mit zwei Waffen gleichzeitig zu. Mit dementsprechend viel Angriffskraft. Und warum kommen von Westen immer wieder neue Gegner? Die müssen da irgendwie respawnen. Hm. Na gut. Also, hier war die Tür. Ja, es geht definitiv sehr schnell. So. Noch mehr Rattenviecher. Komm, stirb, stirb. Und das Licht geht aus. Aber wir haben ja gerade Öl gefunden, das passt. Zing, zing. Zing, zing. So, was sagt die? Oh, was haben wir hier? Mitteilung gefunden. Nicht so. So. Dagger in, Dagger out. Dolch rein, Dolch raus. Erinnere mich ein bisschen an ein Rammstein-Lied. Aber gut. Komm, wir wollen jetzt einen Decker suchen. Da ist ein Decker. Klick. Klick. Das war... Klick. It appears to be a most ornate lock. Was zur Hölle? Also Dolch rein, kein Dolch raus. Dafür einen Schalter, den gedrückt, den anderen wieder gedrückt. Und dafür jetzt ein Schlüsselloch. Okay. Können wir das knacken? Ja, das können wir knacken. Und der Dolch ist weg.
Was zur Hölle ist das? Haben wir noch einen Dolch? Nein, natürlich nicht. Das ist komisch. Na gut, behalten wir im Hinterkopf, falls wir nochmal irgendwo einen Dolch finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es vergessen werde. So, was haben wir hier? Das hat doch schon mal geklappt. Und ein Dolchstilett. Wie gut bist du? Du bist richtig mies. Das heißt, wir können dich da auch mal reinstecken und gucken, ob die einen besonderen Dolch haben wollten. Also, den machen wir wieder auf Ausgangsposition. Dolch rein. Ratte töten. Ratten töten. Ich sagte Ratten töten. So, jetzt teste ich mal, ob wir jetzt wirklich das Gift auch heilen können mit Stufe 3. Jupp, können wir. Aber es verschwendet eine Menge Mana. Da wir halt noch nicht so viele Lebenspunkte haben, dass die Stufe 3 wirklich lohnt, aber gut zu wissen für die Zukunft. So, jetzt stirb endlich. Wir wollen gucken, was mit dem Dolch hier auf sich hat. Also, hier verändert sich mit der Zeit nichts. Das heißt, wir werden den Knopf wieder drücken müssen. Und jetzt... als Belohnung kriegen wir ganz, ganz viele Höhlenmenschen. Das ist ja echt super. Ich wollte gerade sagen, aber inzwischen geht das ja einigermaßen mit den Kämpfen. Die kriegen wir gleich eine volle Breitseite verpasst und sterben fast instant. Gehen wir da mal runter. Ist alles besser, als oben totgeklopft zu werden. Ja, keine Gegner, die uns angreifen, das ist schon mal gut. Das heißt, wir gehen gleich wieder nach oben, denn... wie in jedem anderen Let's Play auch, will ich eigentlich immer die Ebenen schön nacheinander durcharbeiten. Weil sonst vergesse ich halt die Hälfte. Ich vergesse so ab und an auch mal ein paar Sachen, aber das muss man ja nicht dadurch unterstützen, dass man extra ganze Abschnitte der Karte nicht aufdeckt. So, stipp, stipp. Stipp, stipp. Das sind aber echt viele. Aber wenn die wirklich respawnen sollten... Also bei dem Dreher in dem westlichen Raum da zum Beispiel, könnte man hier einigermaßen gut trainieren. Und dadurch dann halt seine schlechten Seiten ein bisschen ausgleichen. So. Ich höre immer noch Gegner. Aber gut, gucken wir mal, was in der Truhe drin ist. Dietriche. Was zur Hölle war das? Ist da eine Falle an dem Schloss? Okay, schlafen wir einfach mal hier. Das war keine gute Idee. Du noch einmal heilen. Du noch einmal heilen. Und jetzt gucken wir nochmal. Nein, geht nicht. Achso, wir müssen vielleicht auswählen, wer das Schloss öffnet. Also hier dieser graue Rahmen, der Charakter sagt wohl, wer die Sachen manipuliert. Und sie hat 5 im Gauner-Level und schafft es trotzdem nicht. 4 im Gauner-Level, okay. Aber ich will nicht schon wieder eine Kiste einschlagen, die wir nicht unbedingt einschlagen müssen. A great smith worked this iron. Das heißt, ich habe auch keinen Schlüssel dabei. Nö. Das heißt, ich versuche mir jetzt auch noch zu merken, dass hier dieses, bei dem Dolchrätsel noch eine Truhe ist, die wir öffnen wollen. Es werden langsam zu viele Sachen, die ich mir merken muss. Ich sollte eine Liste anfangen. So, aber erstmal will ich gucken, wo das ganze Grunzen noch herkommt. Und das sieht doch aus, als wenn da gleich Feuerbälle rauskommen. Ha! Ja, wenn man genug von diesen Spielen gespielt hat, dann sieht man auch lauter Geheimschalter. Ich weiß, wo welche Fallen sind. So, was haben wir hier? Eine Falle. Ja, wenn man genug von den Spielen gespielt hat, dann sieht man auch Geheimgänger, so eine Fallen und so. Und dann
stapsel dich gleich in eine rein. Zing, zing, Heilung. Eigentlich müsste sie nicht wirklich wiederbeleben. Aber es ist ganz praktisch, einen dritten Charakter zu haben, weil es scheint zufällig zu sein, wer getroffen wird. Und wenn sie dann mal einen Schlag abfängt, ist das ja schon recht praktisch. Und ja, wenn ich so drüber nachdenke, hört sich das ein wenig gemein an. So, wo sind wir rausgekommen? Wir waren hier durch. Okay. Gehen wir das mal zu Ende. Noch mehr Höhlenmenschen. Ja, langsam werdet ihr echt lästig. 46 Schaden schon. Langsam wird's langsamer bei ihm. Also mit dem Aufsteigen im Kriegerleveln. Und keine Sackgasse, sondern wir sind jetzt... Da ist der Dreher. Jupp, da ist der Dreher. Na gut. Also da geht's noch weiter und da geht's noch weiter und da müssen wir die Truhen aufbekommen. Und hier respawnt definitiv die Gegner. Das heißt, wir gehen erstmal wieder durch den Dreher nach Süden und schlafen in unserer Ecke. Auch wenn die Ecke nicht sicherer ist als alle anderen Orte hier im Dungeon. Aber ich bin ein Gewohnheitstier. So. Ja. Und ganz viel respawnen. So, wir müssen nach Norden. Vielleicht soll ich die Türen mal hinter mir zumachen. Aber ich denke, die haben einfach fixe Spawnpunkte. Das ist vollkommen egal, ob Türen offen oder zu sind. Oh, gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber es trainiert auch alles Magier-Level. So, komm. War es doch keine so gute Idee, am Anfang den Magier-Charakter zu nehmen. Ich habe das Spiel ja früher schon mal gespielt, aber ich habe das nicht so hart in Erinnerung gehabt, die Höhle hier. Na gut, nochmal schlafen. Und wieder hoch. Tonk, tonk. Dann würde ich auch mal ganz gerne gucken, was da in der Nische drin ist. Also wir hatten ja einen Stein hier rüber geworfen über die eine Fallgrube, auf der wir jetzt draufstehen. Damit die Fallgrube weggeht. Aber wie wir die Fallgrube hinter uns wegbekommen, müssen wir gleich mal gucken, sobald hier keine Gegner mehr auf uns einprügeln. Gar nicht immer so ganz hohe Schadenszahlen. Mir würde es reichen, wenn ich öfters mal treffen würde. Bei Gefühl treffen wir nur jeden dritten Schlag oder so. Wenn überhaupt. Eher jeder vierte. Na komm, die Pusteln jetzt weg. So, schon besser. So, da kommt gleich noch einer. Okay, wenn du tot bist, dann gucken wir uns hier um. So, den Knopf hatten wir gedrückt. Hier ist nirgendwo einer.
Ah, ich habe eine Idee. Wir werfen nochmal einen... Ne, das bringt ja auch nichts. Meine Idee war gewesen, wir werfen nochmal einen Stein gegen, dann ist die Fallgrube da vielleicht weg. Wir fallen hier runter, gehen die Treppe wieder hoch und kommen dann da ran. Aber dann ist ja immer noch genau hier die Fallgrube. Und dann können wir gar nicht mehr hoch. Na gut, erst muss jetzt Bakata kurz umfallen, damit wir ihn wieder heilen können. So. Also, was sagt die Karte? Wenigstens werden wir, während wir auf die Karte gucken, nicht angegriffen. Das ist schon mal ein Vorteil. Also, da geht's runter. Da... Nee, da geht's runter. Da ist die Nische, wo wir hinwollen. Da ist die Truhe, die wir aufbekommen wollen. Da müssen wir noch hin. Aber, erstmal machen wir einen kleinen Cut. Speichern, auch wenn ich gerade gehört habe, dass ein Höhlenmensch auf uns einschlägt. Aber das macht nichts. So, LP05. Und wir sehen uns gleich wieder.